Hallo Leute und willkommen zur 53. Folge von Undiscovered. Eigentlich habe ich eben Folge 53 schon aufgenommen, aber sie war sehr, sehr übersteuert, weil ich ein paar Einstellungen anders hatte bei OBS und deswegen war jetzt die komplette Folge versaut. Wenn ich dran denke, dann kann ich es euch mal einblenden. Hallo Leute. Ich schreibe es mir einfach mal auf, weil mein Programm funktioniert zurzeit nicht so wirklich, mit dem ich mir immer die Markierung setze, wann ich einen Schnitt machen muss oder so. Und naja, dann zeige ich euch erstmal die ganzen Sachen, die ich zwischen den Folgen gemacht habe. Und da wäre es zum einen, dass hier jetzt eine Drum steht mit Fluid XP und da passt schon ein bisschen was rein. 65.536 Eimer voll mit Fluid XP. Und was ich euch hier drin zeigen kann, ist hier bei dem Enderman Spawner habe ich 16 Speed Upgrades reingelegt und hier stehen ein paar mehr von den Mob Fans, damit die Mobs auch wirklich alle dahin gedrückt werden. Und ja, seitdem ich das hab laufen lassen, also mit den Speed Upgrades, sind hier von gestern oder vorgestern bis halt heute ungefähr 1100 von den Dimlit Parcels sind dazugekommen. Und das habe ich gemacht, weil ich möchte demnächst ja auch mal mit RF-Tools anfangen und dann muss ich das halt haben. Was ist noch neu? Ich habe hier eigentlich gerade alles erst gezeigt. Ich zeige euch das mal hier, was noch neu ist. Ich habe hier wieder Psy aufgestellt, weil damit habe ich in der verlorenen Folge, die total besteuert ist, sehr viel gemacht. Und das war's eigentlich auch. Ja, hier ist noch ein bisschen Essence of Knowledge, was ich aus dem Fluid XP gemacht habe. Und hier werde ich dann eine Pipe hinstellen, damit ich hier die Drum hinstellen kann mit dem Fluid XP, damit das hier in die drei Drums aufgeteilt wird. Und hier hinten habe ich auch noch eine Drum. Das ist einfach nur damit, wenn ich hier mal viele Erze drin habe, dass das nicht sofort leer läuft. Weil bei der anderen Drum, die hier war, da passt ja fast gar nichts rein. Und so schnell kann sich der Tower auch nicht wieder erhitzen, dass da ein bisschen mehr von dem Fluidzeug rauskommt. So, das war eigentlich alles, was ich zwischen den Folgen gemacht habe. Was ich nicht zwischen den Folgen, also eigentlich schon, das, was ich in der Folge gemacht habe, war, ich habe Star Metal Ore besorgt. Ich habe Psy-Gems hergestellt, dafür habe ich bei Psy noch ein bisschen was erforschen müssen. Für das habe ich auch eine neue, sozusagen, Waffe herstellen müssen, und zwar Hidas, das Psy-Metal CRD-Assembly. Und ich zeige euch mal, dafür habe ich die Rune gebraucht, habe die Rune hergestellt. Ja, also eigentlich nicht weiter besonderes Zeugs. Und wofür wir den Psy-Gem überhaupt gebraucht haben, wofür ich den ganzen Spaß gemacht habe, das ist, um den Celestial Altar herzustellen, worum wir uns jetzt auch kümmern wollen. Also ob ihr euch darum kümmern wollt, weiß ich nicht, aber ich hatte das jetzt schon vor. Und dafür brauche ich Stardust. So war das. Hier den Stardust. Und den Stardust bekomme ich am besten, indem ich das Ohr hier reinwerfe. Und genau das mache ich auch mal. Hier das Holy Wood, das war auch noch ein bisschen lustig, weil das bekommt man aus Undead Logs von Evilcraft. Und ja, komisch, ne? Dann muss man das so machen. Ein Living Wood Trick kommt in den Blood Infuser und
Daraus wird ein Sapling. Ja, das ist lustig. Richtig funny, haha. Ich hab selten so gelacht. Was wir jetzt noch brauchen, sind Rock Crystals, die echt kacke sind. Weil wir müssen dafür auf Nacht warten. Da kann ich euch eigentlich zeigen, was ich in der letzten, also in der letzten Folge eigentlich zeigen wollte, was ich aber dann nicht gemacht habe. Aber vorher kann ich ja hier das Zeug mal noch reinlegen. Das dauert ja nicht lang. Ich habe hier mal ein bisschen Liquid Starlight herstellen lassen, weil mit dem Celestial Altar wollen wir dann, da können wir zum Beispiel einen eigenen Floating Crystal herstellen. Das ist schon mal ganz nice. Aber hauptsächlich habe ich das gemacht für den Starlight Infuser, weil wir brauchen von dem Starlight Infuser, ich glaube das hier, ja genau, für die Terrastial Agglomeration Plate von Tinker's Construct, nein, nicht Tinker's Construct, von Botania, damit wir uns Terrastahl herstellen können. Das wird ein Spaß. Und das brauchen wir alles nur, um Autocrafting zu machen. Weil, ich kann es euch ja nochmal zeigen, Crafting, dafür brauchen wir Crafting Unit, dafür brauchen wir Plutonium Ingots, dafür brauchen wir mehr Yellorium und Gelid Cryoteum. Damit hat es irgendwie gar nichts zu tun. Wofür war das? Aber wir brauchen das trotzdem. Weil, ist halt ganz geil. Ja, vielleicht war das für das Yellorium. Ah, ich kann mir vorstellen, dass das für RF-Tools, für Dimension Inscriber, ja, zum Beispiel brauchen wir das, wir brauchen den Builder. Der Builder, der geht ja relativ einfach. Und wir brauchen die Dimlit Workbench noch. Und ja, so ist das leichter. Dimension Builder Editor für, es könnte auch sein, dass wir das hierfür gebrauchen. Für irgendwas haben wir das gebraucht. Ich weiß gerade nicht genau wofür, aber ich kann mir noch was anderes vorstellen. Ja, ich zögere gerade irgendwie raus. Hierfür kann man auf jeden Fall Zeugs gebrauchen. Ist ja auch egal. Hier, das ist anstrengend. Anstrengend. Oh ja, das hier wird sehr anstrengend. Weil Molten Meteorite, das ist Kacke herzustellen. Und wir brauchen davon sehr, sehr viel. Das wird ein Spaß. Aber ich habe hierfür irgendwie einen Weg letztens gesehen, als ich mir das mal angeschaut habe. Wie war das denn? Das war, glaube ich, dass man an den Clump gekommen ist durch das. Nein. Es hatte, glaube ich, mit Platinum zu tun. Wenn man das Platinum... Aber in dem Grinder. Hier war das irgendwas. Mithril Konzentrat. Doch nicht in dem Grinder, aber mit dem Rocky Chunk. Zum Beispiel von Osmium, da bekommt man Mithril, oder von Kobalt. Und wir würden das, wenn dann, von Osmium machen. Und das wäre Osmium Ohr im Grinder. Und daraus bekommt man dann halt so Mithril-Zeugs. Und genau damit würde ich das dann auch machen. Also, wenn ich weiß, was ich meine, hier in dem Grinder Osmium rein. Dann wird das halt noch ein bisschen automatisiert. Und
Ja, das kommt dann in die Slicebox. Und da müssen, ja, das geht halt leider, glaube ich, nicht mit Absicht, obwohl man das probieren könnte. Das wird schon alles. Das wird alles. Aber wofür wir nun die Starlight Infusion gebraucht haben, das weiß ich leider gerade echt nicht. Ich probiere nochmal nachzuschauen. Leute, ich glaube, ich weiß jetzt, dass das falsch war, was ich machen wollte. Weil, ja, ich glaube halt einfach, dass ich das doch nicht gebraucht habe. Weil ich habe einfach nur auf das falsche Item geguckt für Welten erstellen mit RF-Tools. Das finde ich jetzt schon ein bisschen kacke, aber ich kann es leider nicht mehr ändern. Und wir werden jetzt zumindest den Rock Crystal noch suchen. Aber das sollte ja relativ schnell gehen, wenn hier nicht irgendwo Ghostblöcke sind. Ach man, ich liebe Ghostblöcke. Ach ja. Und dann besorgen wir einfach das nochmal schnell und dann probieren wir uns mal an das ans Worldbuilding zu machen. Was ich auch noch erwähnen sollte, ist, dass wir jetzt eigentlich auch noch Dingsbums mit im Modpack haben, Ender.io, aber ich habe vergessen, das hinzuzufügen und deswegen ist es doch noch nicht ganz drin. Perfekt, oder? So, wo kommt der Dampf her? Also nicht der Dampf, sondern die Partikel. Weil die Partikel, die kamen von hier. Das heißt, hier. Okay. Aber da müsste ich ja sehr nah dran sein. Oh, da ist es ja schon. Cool. Das kann weg, das kann weg. Gold kann weg. Das kann auch weg. Ja, und dann haben wir sogar schon die zwei Rock Crystals. Und mit etwas Glück können wir das sogar jetzt schon herstellen. Also den neuen Altar. Und das Umbauen hiervon werde ich dann zwischen den Folgen machen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock dann drauf. Resonating Wand. Lass mich doch mal in Ruhe. Hab ich mir nicht auch Rüstung? Ja, nein, habe ich nicht. You learned more about Constellation. Und ab jetzt könnte ich mir den Starlight Infuser bauen, aber da ich das jetzt erstmal nicht brauche, lasse ich das auch erstmal. Oh Mann. Dann können wir diese Folge doch schon anfangen mit RF-Tools. Ist das nicht geil? Ja, ihr findet das nicht geil, ich weiß. Und für RF-Tools, @RF-Tools, Dimension, brauchen wir erst einmal die Machine-Dinger. Wie heißen die? Machine Frames. Ich gucke erstmal, ob ich überhaupt was davon habe. Nein, habe ich gar nicht. Das heißt, wir bauen Refined Hardener, das heißt, wir brauchen davon ein bisschen was. Das heißt, wir machen davon erstmal 12. Ach geil, ich liebe diese Elevator. Und die hier, die kommen jetzt alle mal zum Schmelzen. Ja gut, dann habe ich. Ah, ich habe da hinten meinen Superofen. Den habe ich letztens schon gesucht. Einen Ofen, mit dem ich schnell bin. Weil, komisch, dass ich das nie gemacht habe. Aber jetzt weiß ich ja, wo sie ist. So. Eins, jetzt fehlt Steel Scaffolding. Ja gut, dann mache ich mal hiervon ein bisschen. Ach, da hätte ich mir eigentlich gleich einen Stack machen können oder zwei.
Weil davon brauche ich ja eh immer mal wieder was. So, am besten mit normalem Stil, davon habe ich genug. Genau. Und jetzt kann ich mir auch noch mehr hiervon herstellen. Perfekt. Dann kann ich mir Enderman-Bilder. Oh, jetzt habe ich wieder keine Dias. Diamond. Ihr seht, ich habe hier ein paar. Nein, das ist zu viel. Ich habe hier noch zwei Stacks Diamanten. Und das ist auch nicht einfach so ohne Grund. Sondern das hat einen Grund. Sogar einen guten Grund. Dass das genau zwei Stacks sind. Vielleicht habe ich das in der vorherigen Folge schon mal in Glowstone erklärt. Fällt mir gerade so ein. Aber da bin ich mir nicht sicher und deswegen ist das auch erstmal egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Dimension Builder. Wir brauchen eine Dimnet Workbench. Und für die Dimnet Workbench, nein, das war falsch, müssen wir nochmal hier hingehen und uns hier raus so ein Teil nehmen. Und wir haben Scheiße rausbekommen. Das brauche ich schon mal nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Zumindest erstmal. Ja, das kann ich mal behalten, das hier oben. Aber den Rest, den haue ich erstmal weg. Das brauche ich alles erstmal nicht. Weil ich möchte jetzt erstmal nur die Workbench craften und hätte ich das... Nein, gut. Dafür brauche ich das und ich habe die Dimnet Workbench. Das Zeug bringe ich schon mal nach ganz unten in diese Ecke. So, hierhin kommt das. Ein Dimension Builder kommt hier. Nee. Dimension Builder kommt hierhin. Und darin werden wir dann auch schon gleich eine Dimension bilden. Oder in der nächsten Folge. Weil die Folge ist, glaube ich, schon ganz schön lang. Das muss ich mir noch überlegen. Ich denke eher in der nächsten Folge. Weil wir haben ja noch nicht mal von RF Tools hier das wundervolle Zeug. Ist aber auch ganz schön schwierig herzustellen. Ja, ja. Das Rezept, ja, das kann ich aus dem Kopf. Dialing Device ist hier. So. Und das stelle ich gleich nach unten auf. Und in der nächsten Folge gehen wir in eine Dimension. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde dann mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Habt noch einen wunderschönen Tag und ciao.